Also natürlich werde ich von uns mich mal zusammensetzen und taktisch besprechen, wie wir das jetzt angehen am besten. Aber ich denke, jetzt haben wir Argumente, um den Leuten, den richtigen Leuten darüber zu sprechen, dass wir dieses Jahr noch nicht schwer die zwei Meisterschaften bekommen. Ich gebe die Frage gleich weiter. Erstmal muss dieses Ziel natürlich immer sein und ich habe so gute Arbeit heute in der SZ. Für mich hat, wie gesagt, sehr toll gewesen, wenn gerade in der 12. Runde, wo der Niederschlag war, dass das dann vielleicht zum Ende geführt hätte. Das wäre ein tolles Ende gewesen, aber es gibt Wunschkonzert, so Sport und so Linie. Das war eine Führhand, die wie gesagt, und unbequemer Mann. Was stimmt, es ist der besser platzierte Mann gewesen. Er ist 50 Weltranglistenplätze vor mich an. Ich glaube, dass wenn er 100 Plätze hinter mir ist. Also muss wirklich sagen, das war ganz klar, du warst der Chef im Ring gewesen. Aber wie gesagt, ich hätte mir K.O. nicht gewünscht. Das sah so gut aus in der letzten Runde, in der 12. Aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Trotzdem sage ich, Micha ist ein gestandener Schwergewichter, der seinen Weg machen wird und wir arbeiten dran. Und wir haben auch mit anderen Schwergewichtern schon Chancen gehabt. Wir brauchen Micha nicht kriegen. Ich bin mal gespannt, wie die Quote war. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da werde ich natürlich jetzt auch Daumen drücken, dass wir morgen gut abgeliefert haben bei Sat 1, weil das auch Argumente, die dann für uns zielen. Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben, werden wir dieses Jahr noch Michael Wallich als Feuerwehr